So, da sind wir wieder bei FIFA 14 Ultimate Team. Genau, jetzt war's richtig. Und machen einfach weiter. Weil so viele Spiele haben wir nicht mehr. Nur noch drei Stückchen. Und jetzt geht's gegen. Was ist das denn? Colo, irgendwas in Chile. Alles klar. Geht nicht. Keine Ahnung. Starten wir einfach und gucken, was draus wird. Indem ich jetzt erstmal durchrenne. Ich bin motiviert, ein Torschuss zu schießen. Oder zwei, oder drei, oder vier. Weil ich sag mir so, der Titel muss nicht sein, aber wenigstens aufsteigen. Ne? Das wäre ja wohl mindestens drin. Ey. Immer auf die Kleinen. Komm. Ey. Der klaut er uns wieder den Ball. Voll unverschämt. Als wenn wir es ihnen erlaubt haben. Boah. Komm, Konter. Oder was ist da noch so? Ich spiele zu doll da mit dem Ding rum. Da achte ich gar nicht, was die Gegner machen. Sollte nicht passieren. Also, hoher Druck wäre gut und offensiv. Können wir mal so machen. Ein bisschen Druck machen ist immer gut. Wow. Das sollte jetzt was gebracht haben. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Bringen da auch nur alle durch die Gegend. Aber kriegen daraus noch eine Ecke. So. Einfach mal vorbeirennen. Ecke? Nein. Ich dachte, da war der dazwischen, weil der Ball so komisch geflogen ist. Das sah so komisch aus. Ja, jetzt war der Ball natürlich wieder draußen. Ja,
Ich versuche mal irgendwie jetzt zwischenzurennen. Weil ich denke, das sollte eigentlich helfen. Der Gegner hat aber gefoult, ne? Weil wir den Ball bekommen. Genau. Na. Nix da, komm. Dann kriegst du halt eine Ecke, aber Hauptsache, ihr habt den Ball nicht. Ey. Wobei, das war irgendwie Quatsch, weil wenn sie eine Ecke haben, haben sie ja den Ball. Aber wenigstens kein Tor, würde ich sagen. Ja. Also 3 Punkte in 2 Spielen zu bekommen noch, ist schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ich glaube, das letzte Banja Halbprofis ist, glaube ich, noch ein Profi. Vom Schwierigkeitsgrad her, so. Und Halbprofis haben wir ja schon geschlagen. Das ist schon etwas demotivierend. Ja. Minuten Nachspielzeit. So. Halbzeit erstmal. Zwar wieder 1-0 für den Gegner, wie beim letzten Spiel. Fortsetzen. So. Aber wir werden es schon irgendwie noch schaffen. Hoffentlich. Vielleicht drehen wir das Spiel ja noch. Ist ja auch noch möglich. Man sollte ja nicht alles ausschlagen aus dem Kopf. Wobei, wahrscheinlich doch. Da ho he, da ho he, da da dam, da da dam, da 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 dam, bam. Komm. Noch da und jetzt aber. Please, no. Wahrscheinlich, wenn der Ball gleich wieder irgendwo draußen ist, dann wechselt der Gegner aus. Das kennen wir ja nun langsam schon, das Spiel.
Also wenn das Spiel unterbrochen ist, dann kriegt der Gegner Zeit für den Wechsel. Ist ja meistens so die Zeit. Selbst wenn meine Spieler jetzt verletzt sind, ist es mir egal. Sie sollen einfach spielen. So, oh, Wechsel. Lang gedauert. Ups, ich hatte ja den Einwurf. Naja. Na? Du kommst nicht zum Tor. Du auch nicht. Ich sehe es auch gar nicht ein, euch da irgendwo ans Tor zu lassen. Wir wollen gewinnen, nicht die Gegner. Oh. Jetzt aber. Nein. Ecke. Naja, wechselt. Bei Ecken vergeige ich gerne mal. So ein Foul. Na. Ich glaube mal, das war's auch wieder für dieses Spiel. Es ist aber irgendwie zu keinem Tor kommen. Ah, nochmal eine Ecke. Oh. Naja, gut. Hat nicht sollen sein. Colo Colo gewinnt. Was das auch immer noch für ein komischer Name ist. Wir kriegen aber wieder, wenigstens wieder ein paar Münzen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir gar nichts gekriegt haben. So, zwei Spiele.
Wir könnten auch noch den Titel hinten holen bei 14. Wir müssten aber beide Spiele gewinnen. Aber man sieht ja hier so die Formkurve, ne? Die letzten Spiele. Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also, dass die Spiele von eben sind, logischerweise denn. Also das Spiel von eben ist ganz links. Ne? Also Niederlage, 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 Sieg, Niederlage. Gut. Ist aber auch egal. Beim nächsten Mal werden wir das hier schon irgendwie meistern. Hoffentlich. Zweimal noch Halbprofi. Also bis dann. Und ja, mal sehen, ne? Ob wir es alles noch schaffen. Außerdem ist die WM schon lange vorbei. Naja. Ciao, ciao.